Ich möchte gerne drei hilfreiche Säulen mit dir teilen. Hilfreich insofern, als dass sie deinen Weg zu deinem wahren Selbst, deinen Weg zum inneren Frieden um ein Vielfaches beschleunigen können und erleichtern können, leichter machen können, wenn du sie verstehst und für dich annimmst und praktizierst. Diese drei Säulen, also die bauen aufeinander auf. Das heißt, die eine führt eigentlich logischerweise zur nächsten. So, die erste Säule ist das Verständnis, dass alles, was du gibst, dir selbst gegeben wird. Wenn das jeder Mensch verstehen würde, dass alles, was er gibt, ihm selber gegeben wird, kannst du dir vorstellen, wie anders die Welt wäre? Und das ist wirklich ein Gesetz, das wirklich hundertprozentig stimmt. Alles, was ich gebe, wird mir selber gegeben. Und da ein Kurs in Wundern ein Kurs in Geistesschulung ist, geht es uns jetzt in erster Linie um Gedanken. Es ist ja so, dass die Gedanken, man sagt immer, die Gedanken sind frei. Im gewissen Sinne sind sie das ja auch. Doch wenn wir sie dem Ego unterstellen, dann sind sie nicht frei, dann sind sie versklavt. Und oft merken wir das dann gar nicht. Wirklich frei sind unsere Gedanken nur, wenn wir mit Gott denken, mit der Liebe denken, mit der Schöpfung, mit der Liebe, mit dem Einssein, mit dem Gedanken des Einsseins. Und es ist ja so, dass wir gar nicht wissen können, was ein anderer Mensch denkt. Wir können sehen, wie er handelt und wir können sehen, was er tut oder wir können sehen, was er sagt, aber wir können nicht immer sehen, was er denkt. Und da kann ein Mensch ja auch sehr täuschend, also dass er etwas sagt und in Wirklichkeit denkt er was anderes, wissen wir ja alle. Das heißt, umso wichtiger ist dieses Gesetz, alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben, wirklich im Bereich der Gedankenwelt. Denn jeden Gedanken, den ich gebe, der kommt zu mir zurück. Also da ist es am allerallerschnellsten und am allerwichtigsten, weil der Geist ja auch die Ursache ist. Die Gedanken sind ja auch die Ursache. Und daran zu arbeiten, ist ja überhaupt das Wichtigste. Das heißt, wenn ich urteilende Gedanken, ich kann eigentlich immer nur urteilen oder vergeben. Das ist eigentlich. Ich habe keine andere Wahl. Ich urteile oder ich vergebe. Und ein Geist, der nicht vergeben will, der muss urteilen, damit er seine Nichtvergebung rechtfertigt. Er muss das ja dann rechtfertigen. Ja? Er fühlt sich tief innen drin schuldig, wenn er nicht vergibt. Und dann muss er urteilen, um das zu rechtfertigen. Das heißt, ich kann immer nur urteilen oder vergeben. Und wenn ich urteile über meinen Nächsten, über die Situation oder auch über mich selber, dann fällt dieses Urteil unweigerlich auf mich zurück in irgendeiner Form. Entweder spüre ich das gleich oder ich spüre es, es kommt anders später zu mir zurück. Und wenn ich stattdessen segne oder segnen ist vergeben, dann kommt das zu mir zurück, ja, und dann wird mir vergeben. Ne? Und was wir ja wirklich wollen, ist, wir wollen ja, dass uns selber vergeben wird. Ne? Das ist ja eigentlich der Grund. Und damit kommen wir direkt zu der Säule Nummer zwei. Die Säule Nummer zwei ist
meine Bereitwilligkeit, die Vergebung auf alles und alle ausnahmslos ruhen zu lassen. Wenn ich das erste Gesetz verstanden habe und wenn ich doch wirklich im tiefsten Inneren will, dass mir selber vergeben wird, weil ich ganz tief innen drin, bewusst oder unbewusst, eine Schuld der Trennung in mir trage, die Trennung von meinem Vater, die aus dem Paradies heraus, die Trennung von meinem Nächsten, dann, und dafür vergeben werden will, dann muss ich, wenn ich das erste Gesetz verstehe, dass alles, was ich gebe, mir selber gegeben wird, dann muss ich automatisch eigentlich, erwächst daraus die Bereitwilligkeit, die Vergebung allem und allen zu geben. Ne? Weil wenn ich sie irgendwo zurückhalte, dann halte ich die Vergebung von mir selber zurück. Und das will ich nicht mehr, denn ich will wirklich in Frieden sein. Ich will endlich in Frieden sein. Und wenn ich vergebe, werde ich die Erfahrung machen, immer wenn ich vergebe, werde ich die Erfahrung machen, dass mein Geist ruhig wird. Und ein ruhiger Geist ist keine kleine Gabe. Ein ruhiger Geist bringt Frieden, bringt inneren Frieden. Wenn ich hingegen urteile, wird hier in meinem Geist ein Chaos bleiben, ein Konflikt, eine Spaltung, eine Abtrennung. Und ich werde nicht keinen inneren Frieden erfahren können. Und das, diese beiden Säulen bringen uns dann eigentlich automatisch, also das erste ist ein Verständnis, das nächste, aus diesem Verständnis erwächst eine Bereitwilligkeit und aus dieser Bereitwilligkeit erwächst eine Entscheidung. Das ist die dritte Säule. Und diese Entscheidung, ja, ist die Entscheidung, nur noch auf eine einzige Stimme hören zu wollen, solange ich hier auf Erden bin. Und zwar nur noch auf die Stimme, ich nenne es die Stimme für Gott, die Stimme des Heiligen Geistes. Wenn du mit Heiliger Geist und so weiter Schwierigkeiten hast, kannst du auch sagen, auf die Stimme der Liebe oder auf die Stimme der Vergebung. Nur noch das, das ist die Entscheidung und ich treffe diese Entscheidung. Und wenn du magst, dann triff diese Entscheidung mit mir jetzt. Nur noch auf eine einzige Stimme hören wollen. Ich will die andere Stimme einfach nicht mehr hören, beziehungsweise ich will gar nicht mehr in diesen dunklen Spiegel des Ego hineinschauen. Ich will da einfach nicht mehr hineinschauen aus dem tiefen Verständnis und Wissen, dass es nicht wahr ist. Es ist nicht die Wahrheit. Das Ego hat keine Chance mehr, wenn wir verstehen, was Wahrheit ist. Ja, dazu könnt ihr euch gerne den Video, den ich mit Jasmin noch gedreht habe, zum Thema Wahrheit, spontane Betrachtung anschauen. Da habe ich von meiner Seite, was ich unter Wahrheit verstehe, eingehend erläutert. Genau. Gut. Also, das ist es eigentlich. Ein Verständnis, eine Bereitwilligkeit, eine Entscheidung. Drei Säulen. Und diese drei Säulen, die führen dich ganz sicher zu deinem wahren Selbst. Halleluja.